Hallo und herzlich willkommen zum Ligarennen von USA. Für die, die sich wundern, ja, ich nehme das im Nachhinein auf. Also es ist jetzt alles nachsynchronisiert von mir, da ich einfach, wie schon im Qualifying beschrieben, im Qualifying vergessen habe, die Aufnahmegeräte zu starten und im Rennen dann vergessen habe oder zu faul war, dann alles zu starten. Außerdem war ich in diesem Rennen, da ich ja ein Spontan-Setup hatte, war ich eher, naja, ich sag mal so, gesprächiger als sonst. Ich habe sogar dann, wenn wir sehen werdet, auf, wer war das, Player gewartet gehabt im Rennen, im Ligarennen wohlgemerkt, gewartet auf jemanden, weil die vorne sind eh weggefahren, ich hatte dann eh keine Chance mehr. Am Anfang ersten paar Runden habe ich gepusht gehabt, werdet ihr auch gleich sehen. Ich werde es nicht alles durchquatschen, vielleicht quatsche ich die 20 Minuten hier voll. Schauen wir mal, wie ich Lust und es schaffe. Lasagnelle ist nicht mitgefahren, aus zeitlichen Gründen. Komme ich da nicht durch? Scheiße. Also nicht wundern, ich spiele gerade noch Tomb Raider im Hintergrund, während ich das hier aufnehme oder euch synchronisiere. Von daher, naja, Mai. Also wir haben hier den Start. Der war eigentlich recht gut. Ich konnte meine Position halten, was eigentlich immer nicht der Fall ist. Und dann fahren vorne schon die beiden weg, von denen ich es gewusst hatte eigentlich, dass sie vorne wegfahren werden. Und dann hat er einen Fehler gemacht gehabt, wo ich dann auch vorbeiziehen konnte. Und dann gab es schon gleich die ersten Szenen, wo ich, ja, wo sich mein Teamkollege mit mir enorm verspielt hat. Denn das fand ich einfach wirklich sowas von daneben von ihm. Oh, 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 au, 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 Gegner, Gegner, Gegner. Au, 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 Arschloch. So, stirb. Wir sind jetzt hier auf der langen Geraden. Hey, gleich mal zwei Kills in der Todesphase. Hey, so macht man das. Ja, ich habe hier einen Versuch gestartet. Mit viel Sprit, hat aber natürlich logischerweise nicht geklappt. Und dann kommt gleich die Szene, mit der ich, also aus meiner Sicht bin ich nicht schuld. Hier habe ich genug Platz gelassen für Haus auf der Innenseite. Und jetzt in der nächsten Kurve rutsche ich natürlich ein bisschen weiter raus, weil wir viel Sprit haben. Und ihr seht, ich rutsche ein klein wenig weg und er ist neben mir. Und dann gibt es eine Kollision und er rutscht halt raus und fällt damit, glaube ich, 3, 4 Plätze zurück. Also aus meiner Sicht war es definitiv nicht meine Schuld, es war ein Rennunfall. Passiert. Aber ganz ehrlich, ich sehe es nicht ein, dass es meine Schuld war, denn aus meiner Sicht ist nämlich auch eigentlich eindeutig zu sehen, dass er aus meiner Position aus hinter mir war. Und somit habe ich die Kurve, es ist mein, da muss er Platz machen, nicht ich. Wenn es dann kracht, ist er schuld. Also, wie gesagt, das war halt meine Einstellung dazu. Dafür hat er sich bei mir jetzt verspielt. Also, ich habe auch schon gesagt gehabt, dass ich mit ihm, oder ich habe es ihm nicht gesagt, aber ich habe es so angedeutet, dass ich mit ihm nicht mehr trainieren werde. Einfach aus dem Grund, weil ich es nicht einsehe. Ich tue mir das doch nicht alles an, nur damit ich dann erfahren darf hinterher, hey, was hast du denn da für Scheiß gebaut, bla bla. Also sowas muss ich mir nicht antun. Neuen Teamkollegen habe ich mir dadurch nämlich auch schon gesucht. Wird der Warner sein. Wir hoffentlich halten seine Internetleitungen, wenn wir dann zusammen fahren. Ich will's hoffen. Und ja, die nächste Saison wird sowieso interessant. Da werde ich dann für Red Bull fahren, weil ich kann meinen zweiten Platz wahrscheinlich halten. Von daher schauen wir dort einfach mal, was dabei rauskommt. Jetzt muss ich hier irgendwie das Medikit einsammeln, wenn es geht. Und muss das dann irgendwie wegbringen. Da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Gib mir mal das Medikit da. Gib mir her da. Also ich guck mal, ey. Sammel das Medipack wieder ein, du Idiot. Ja, ich fahre halt hier ganz normal meine Runden. Ich glaube, hinter mir müsste jetzt schon Player und etc. Pipapo stehen. Müsste eigentlich schon hinter mir sein. Also Warner und... Oh, 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 oh. Ernsthaft? Wow, 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 fuck. Ah, verdammt. Dammit. Belebt mich wieder. Belebt mich wieder.
Hallo! Geht doch. Hau die Ehre, danke. Merci. Kill. Ich bin nämlich dabei, dadurch, dass ich ja PlayStation Plus Mitgliedschaft habe, seit letzten Monat, weil ich eigentlich auch immer noch auf meine PS4 warte. Ey, die kommt erst im April, wurde ja von Sony jetzt bekannt gegeben. Ich kann so brechen. Einfach nur Grützenkacke ist das. So, und da kriege ich ja vom PlayStation Plus jetzt für den Monat März das Tomb Raider gestellt, kostenlos. Und da dachte ich mir so, ja klar, wenn es mir gestellt wird kostenlos, dann probiere ich das mal aus. Ich muss sagen, ist wirklich mega geil. Also haben sie schon was Schönes rausgehauen, auch wenn die Story sehr linear ist, aber ich finde es trotzdem geil. Und jetzt habe ich einfach mal kurz alle Medikits abgeliefert, alle 5. Schön. Und ich konzentriere mich eigentlich gar nicht mehr auf das Video. Ich laber eigentlich zu was ganz anderem, aber naja, gut. Ja, ansonsten. Oh, da war der Warner. Da gab es eine kurze Berührung. Also auf meinem Bildschirm, habt ihr ja gesehen, gab es keine Berührung. Ich hatte ihn gefragt gehabt, gleich bei dem Rennen noch. Also in ungefähr hier, wo wir waren, hatte ich ihn gefragt gehabt, ob ich ihn berührt hatte oder nicht. Und dann meinte er so, ja, ich habe ihn berührt. Deswegen habe ich mich da dann auch ein bisschen zurückgehalten, was das anging. Und, Level 14 schon. Ich habe heute angefangen, bin Level 14. Und Warner war auch so ein Kandidat, der deutlich schneller war als ich, aber hier hat er sich vertan. Aber dadurch, dass ich halt, also, sind wir, glaube ich, nebeneinander hier gefahren oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Ah, nee, er hatte DRS dann hier. Stimmt. Der ist leider auch rausgeflogen, dann wenige Runden später. Da kam er vorbei mit DRS. Hat sich verbremst und ich konnte nicht mehr reinstechen, glaube ich. Ich konnte erst auf der langen Geraden wieder angreifen. Und mal kurz gucken. Ich weiß es nicht mehr, ob ich auf der langen Geraden angreifen konnte. Also zumindest hier ist es alles noch totaler Fight. Also da habe ich wirklich noch gedacht, gut, da kannst du noch was Gutes rausreißen, dann probierst du einfach dein Bestes, was du hast. Aber irgendwann wurde es dann halt zum Spaß an, weil ich einfach gemerkt habe, ich konnte nichts machen vorne, die waren einfach viel zu schnell vorne. Und das ist nämlich zum Beispiel auch, was Haus mir vorgeworfen hatte, der gesagt hat, ja, du hättest den Unfall gar nicht provozieren müssen, du hast es ja sowieso nur zum Spaß mitgefahren. Eben nicht zu diesem Moment, in dem dieser Unfall war. War es kein Spaß. Das war für mich richtiges Ligarennen. Das ist erst nach der Zeit, so nach 10 Runden, zum Spaßrennen für mich geworden. Einfach weil ich wirklich gemerkt habe, ich habe keine Chance. Ich kann nicht mithalten. Kann ich machen, was ich will. Da habe ich erstmal einen Pempel mitgenommen. War auch dolle. Und das hat er mir halt vorgeworfen gehabt, weil das war dann so unnötig, meint er. Und naja. Also aus meiner Sicht war es nicht unnötig, denn es war ein ganz normaler Zweikampf, auch wenn es mein Teamkollege ist. Das ist mir, habe ich mich erstmal verbremst, sodass der Warner vorbeikommt. Es ist aus meiner Sicht einfach so, ich will meinen zweiten Platz in der WM behalten und damit muss ich halt einfach alles geben, so. Und damit gehe ich erstmal in den Zweikampf am Anfang. Und wenn er halt mit dem Pad, was weiß ich, später bremsen kann, soll das doch nicht mein Problem sein. Oh, Pömpel. Und Entschuldigung, dass ich den Pömpel mitgenommen habe. Eigentlich steht es bei uns in den Regeln, dass wir es nicht dürfen, aber ja. Ja. Also, ich könnte ja jetzt eine Anzeige gegen mich selber stellen als Admin, aber jetzt kommt erstmal Abu Dhabi, das ist eher wieder meine Strecke. Ich hoffe, da kann ich ein bisschen was reißen. Ich will wieder einen Sieg. Ich will wenigstens noch einen Sieg mit dem Lotus haben. Und da bleiben mir jetzt bloß noch zwei Strecken. Also ich probiere mein Bestes. Und ja, hoffentlich funktioniert es. Da habe ich jetzt schon 9 Minuten gequatscht und ich muss mir noch irgendwas überlegen. Ich versuche gerade die Themen rauszusuchen. Ach ja, ich muss mich noch entschuldigen. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte eigentlich auf ein Walkthrough für... Ja, da hat er sich mal dolle verbremst. Ich weiß gar nicht, wer das war. War das Haus? Weiß ich gar nicht. Da kam, glaube ich, jetzt Player hinter mir, war das, ne? Dem habe ich mir auch einen schönen Zweikampf geliefert gehabt. Was wollte ich denn sagen? Ach ja, genau, von GTA habe ich einen Walkthrough gemacht gehabt von Koks Konkurrenz war das, glaube ich.
wo ich mit zwei anderen Freunden die Mission einmal auf sehr schnell durchgespielt habe. Also wir haben, glaube ich, bloß 2 Minuten gebraucht gehabt. Und ich wollte mir das damals nicht nehmen lassen. Hey, Player. Ich wollte mir das damals nicht nehmen lassen, einfach das aufzunehmen, denn es war die Runde, in der ich auf Level 100 gekommen bin und in der ich das Spiel auf Platin gekriegt habe. Das wollte ich eigentlich veröffentlichen, aber ich finde das Video nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo das hin ist. Ich habe das anscheinend mal gelöscht oder verschoben. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das Video nicht mehr. Und das finde ich echt schade, weil ich habe das so gerne hochgeladen. Das waren 4 Minuten, war das ganze Ding bloß lang. Ich habe keine Ahnung, wo das hin ist. Ich weiß es einfach nicht mehr. Und jetzt schneide ich mal unter das USA-Video, wie ihr seht. Ich habe gerade die Einstellungen für das Qualifying-Video fertig gemacht, also beschriftet und alles. Jetzt werden die Tage wahrscheinlich noch die ersten Missions-Videos kommen. Da habe ich mich auch was getraut, Gameplayer. Da habe ich dann die ersten Missions-Rennen, was auch komplett durch ist schon. Also das werde ich am ganzen Stück veröffentlichen dann. Ich muss es bloß noch ein bisschen schneiden am Ende, weil ich habe nicht alles geschnitten bisher. Ich habe, glaube ich, 8 Parts oder so geschnitten. Dann überholen wir erstmal und gleich kommt die nächste Szene, mit der ich nicht zufrieden war, was Haus und mich angeht. Also damit hat er dann auch wirklich den letzten Bock abgeschossen. Für mich, aus meiner Sicht, ist das jetzt eine Teampartnerschaft wie zwischen Senna Prost oder Weber Vettel. Einfach nur noch so nebeneinander herleben, aber keine Settings mehr austauschen, keine Strategiehilfen mehr. Sehe ich einfach nicht mehr ein. Habe ich keine Lust drauf. Denn jetzt hier, ich bremse ganz normal für meinen Bremspunkt an und da schießt mich einfach raus. So, dann fährt er vorbei und das hatte ich, ab hier hatte ich das aus dem Video rausgeschnitten gehabt. Das lag aber nur daran, dass ich es rausgeschnitten habe. Hier lässt er mich vorbei. Das lag aber daran, dass Lasagnier gesagt hat, er soll mich wieder vorbeilassen. Sonst hätte er mich bestimmt nicht vorbeigelassen, wenn Lasagnier das Ding nicht gesehen hätte. Er war nämlich live dabei, hat sich das angeschaut gehabt. Ich habe nämlich meinen ganz normalen Bremspunkt genommen und er ist halt ein bisschen schneller durch. Wer weiß, vielleicht kann er mit dem Pad schneller durchfahren oder später bremsen, habe ich keine Ahnung. Zumindest ist er mir volle Möhre hinten drauf gedonnert und ich rutsche einfach drüber hinaus. Das sieht man dann im linken Außenspiegel, hat man das gerade gesehen, dass er mir einfach hinten drauf fährt und ich rutsche dadurch raus und er fährt einfach vorbei. Also er hätte mich 100 pro, wenn Lasagnier nichts gesagt hätte, hätte er mich nicht vorbeigelassen. Aber so gut, ich hatte eigentlich auch noch gesagt gehabt, er braucht mich nicht vorbeilassen, aber das war halt bevor Lasagnier noch was gesagt hatte. Von daher aus meiner Sicht, wie gesagt, ich musste eigentlich fast nur drüber lachen, weil das war einfach so eine lächerliche Aktion. Weil er weiß, wie ich fahre. Das ist nicht das erste Rennen, dass wir zusammen fahren. Und hier habe ich mich leider verbremst, denn ab da war mir eigentlich klar, ich werde ihm keine Geschenke mehr in dem Rennen machen. Aber ab hier war dann vorbei, da hatte ich dann keine Chance mehr. Und es klingt jetzt zwar hart, du wirst es wahrscheinlich jetzt sehen, Haus. Und wirst dir denken, ah, der erzählt doch völlig einen Schwachsinn. Das ist meine Sichtweise und ich bleibe dabei. Da kannst du denken, wie du willst über mich. Das ist halt einfach so. Und auch wenn heute mein 18. Geburtstag ist, wo ich das gerade alles synchronisiere. Momentan bin ich noch gut gelaunt. Ja, bis jetzt. Wie ein lauernder Tiger. Oder so. Irgendwie. Keine Ahnung. Schauen wir mal, was in Abu Dhabi anfällt. Nach dem, was ich gehört habe, wären da so 1,39er gefahren. Ich bin beim EPOS One gefahren am 3.3. Also ist jetzt 1,5 Wochen her. Und dort hatte ich mal so ein Setup spontan zusammengestellt und bin gleich mal im Testgelände unter die Top 80, glaube ich, gefahren mit na 1,38,5 oder so und ich wäre nochmal 14 schneller gewesen, weil ich habe in der letzten Kurve habe ich einen Fehler reingezimmert und bin mit einem Lenkrad gefahren, das ich nicht gewohnt bin. Das war dieser Rennsitz für, was weiß ich da, den es da von Red Bull gibt, bloß halt ohne Red Bull Lackierung und dieses Thrustmaster mit dem Ferrari Lenkrad. Ich wollte das halt unbedingt mal testen und bin halt zu ihm mal vorbeigegangen und habe das mal testen dürfen und seitdem bin ich bei mir nicht mehr gefahren, aber das Setup habe ich. Er hat es mir nochmal geschickt gehabt, netterweise. Also danke, Epos, nochmal. Und schauen wir mal, was ich da zusammen kriege.
Bin ich mal gespannt bei. Strategienmäßig muss ich doch mal was ausfahren dann für Abu Dhabi, weil ich möchte unbedingt nochmal gewinnen. Ansonsten muss ich jetzt noch irgendwie 6 Minuten voll labern. Bloß mir fällt nichts mehr ein. Toll. Mein Controller ist leer. Dann mache ich den mal aus. So. Mach den anderen an. Steck den alten an, damit er geladen wird. Das ist auch so eine Sache. Ich bin immer relativ viel online und oft online. Das Problem ist einfach bloß, da kommen so Leute auf mich zu. Hey, wieso hast du nicht geantwortet auf meine Nachrichten und so? Muss ich mich entschuldigen. Die Konsole ist sehr oft an. Aber es ist einfach so, ich spiele zum großen Teil gar nicht. Das liegt halt einfach daran, dass ich so ein Typ bin, der seine Konsole anschaltet und dann so Sachen wie Headset, Controller lädt und ja, oder einfach ein Spiel reinlege und so 10 Minuten später spielen will, dann mache ich aber irgendwas im Internet fertig. Also sowas wie Let's Plays schneiden oder sowas oder hier Video formatieren und so. Und dann penne ich danach einfach gleich ein. Und dann ist halt die Konsole die ganze Zeit an, also. Tja. Also muss ich mich entschuldigen, da wurde ich schon von der Klasse, also in der Klasse von Leuten angesprochen und genauso wie ich auch schon angesprochen wurde von einer Klassenkameradin, die meinte so, du bist doch verrückt, du bist doch bekloppt, 1800 Trophäen, du hast doch kein Leben. Ich muss sagen, das war ja ein schöner Zweikampf hier gerade mit Player, wo ich ihn zum Verbremser geschickt hatte und mich selber mit verbremst hatte, da mussten wir beide lachen in dem Moment. Zumindest hatte ich dann halt zu ihr gesagt gehabt, so, das war früher, also ich habe die Konsole ja seit 2009 und es hat sich halt einfach angesammelt gehabt, so mit so Leuten wie dem Ghost, mit dem Pignac, mit dem Solid King oder Slot, wie heißt das, Slot King? Slot King, genau. Das sind halt so Leute, mit denen habe ich halt sehr viel immer gespielt gehabt und, oder auch Paid, sagten, für die Liga-Rennen oder in den Ligarennen schon länger dabei sind zum Zugucken, die kennen die Namen vielleicht, also die ersten beiden Namen, also Ghost und Pate, die sind nämlich auch mal mitgefahren bei uns, oder bei mir. Und denen habe ich das halt zu verdanken, weil man hat halt sehr oft mit denen mal gespielt oder man hat halt so, ja, einfach mal so Langeweile vertreibt gehabt. Das waren halt so, wo die Schule aus meiner Sicht noch unwichtig war. Jetzt bin ich in der 10. Klasse und jetzt sieht das Ganze alles anders aus. Also ich spiele inzwischen verdammt wenig. Außer jetzt Tomb Raider, das habe ich jetzt in 2 Tagen so hart durchgesuchtet. Das war, also habe ich sogar nachts durchgemacht und saß in der Schule und denke so, ah, scheiße, Alter, ich will pennen. Aber gut. Also. Von daher, aber sonst ist es eigentlich so, spiele ich verdammt wenig in letzter Zeit. Eigentlich will ich ja die ganze Zeit nur überbrücken. Ich habe jetzt Diablo aufgenommen, so am Tag so mal 1 Stunde, 2 Stunden. Einfach nur, um die Zeit irgendwie zu überbrücken bis zum bis zur PS4. Aber jetzt kommt er erst im April wieder. Ich habe gestern einen alten Klassenkameraden gefragt gehabt und der meinte, er hat auf Amazon nachgeschaut, auf dem deutschen Amazon. Und, also nicht auf der internationalen. Und meinte, Lieferdatum wäre Juni. What the hell, Mann? Da war das ja ewig. Und die Xbox versauert im Laden und staubt ein. Die wissen gar nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Und Sony kommt einfach nicht hinterher. Und meine kommt wahrscheinlich erst im April. Jetzt haben wir den 12. März heute. Und ja, ich habe heute eigentlich auch gar nicht viel gemacht. Schule. Wurde überall gratuliert und alles. Aber die richtige Geburtstagsfeier ist jetzt erst am Freitag. Also am 14. Aber da wird das Video, ich weiß gar nicht, wann das Video online kommen würde. Muss ich mal kurz nachgucken. Das Video müsste am 16. kommen. Und ja, ich habe jetzt noch 2 Minuten. Ja, was labe ich denn jetzt noch? Fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Zumindest war es halt so, ich hatte halt gesagt gehabt, ich spiele in letzter Zeit nicht mehr so viel. Ich weiß nicht, sie ist irgendwie total scharf drauf, mit mir Battlefield zu spielen. Ich weiß nicht wieso. Die sagen immer so, ja, du bist verdammt gut und du bist bestimmt richtig mega in dem Game. Ich so, naja, also wie man es halt nimmt. Durchschnittsspieler halt.
Bloß ich sag halt immer dazu, Selbstlob stinkt, deswegen sage ich immer so, naja, könnte besser sein. Aber wenn ich halt so Klassenkameraden zugucke oder wie die halt allgemein im Online-Modus spielen, denke ich mir so manchmal so, was hast du da jetzt gerade für eine Kacke gemacht? Aber naja, gut. Ja, jetzt habe ich die letzte Minute. Und ja. Mir fällt nichts mehr ein, was ich noch sagen kann. Was ich in eine Minute reinkriege. Das sind ja sogar bloß noch 30 Sekunden. Naja, ich sag mal so, die nächsten, ich glaube, 3-4 Parts sind, die aufgenommen werden. Könnt ihr ohne meine Stimme ansehen. Und ich muss niesen fast hier. Ich bin auch ein bisschen krank, also ein bisschen erkältet. Naja, zumindest sehen wir uns dann in dem Video Abu Dhabi oder vorher schon in einem anderen Video. Wer weiß. Also, bis dahin. Ciao.